herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das habe ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht gesagt. Ich hatte jetzt meine längste Pause aller Zeiten, irgendwie 4 Monate lang oder so. Und das ist nicht unbedingt freiwillig. Also ich hatte nicht keine Lust zu drehen, sondern es waren so gesundheitliche Sachen. Aber ja, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber reden, vor allem weil es um was ganz anderes gehen soll. Vielleicht erkläre ich das mal, aber es ist auf jeden Fall okay. Also keiner braucht sich Sorgen machen. Und ja. Ich möchte heute gern ein Lush/Yankee-Candle-Haul drehen. Hat nichts mit Büchern zu tun, aber ich kann euch sagen, im Januar spätestens wird bestimmt nochmal ein großes Neuzugänge-Video kommen, weil ich sehr viel angesammelt habe in die Richtung, also sehr viele neue Bücher gekauft habe. Ja, aber heute dachte ich mir, ich mache das, vor allem damit ich meine Lush-Sachen auch ein bisschen benutzen kann, weil, ja, ich habe sie jetzt gekauft und wenn ich dann noch ewig warte, dann habe ich doch wieder irgendwie die Hälfte davon schon benutzt und dann, ja. Zeige ich das lieber zuerst, aber ich glaube, ich fange sogar mit Yankee Candle an. Die habe ich auch zuerst gekauft. Und zwar habe ich mir zuerst, weil ich habe herausgefunden, dass es bei uns tatsächlich in München einen Shop gibt. Ich dachte wirklich, die gibt es in Deutschland gar nicht so oft, aber wir hatten lustigerweise doch einen und ich habe das nie gesehen. Und als ich das dann gefunden habe, habe ich relativ viel gekauft, aber erstmal diese Sparkling Cinnamon. Das ist, ich habe relativ viele aus der Winter Edition auch. Das ist so eine kleinere und wie der Titel schon verrät, riecht die sehr stark nach Zimt. Ich mag den Geruch ziemlich gerne und deswegen, ja, ich glaube für manche Leute ist es da noch nichts, wenn man Zimt nicht mag, aber wenn man da drauf steht, dann ist es auf jeden Fall was. Ja, das ist die einzige, die ich schon so in, ja, normaler, typischer Yankee-Candle-Formation gekauft habe. Die anderen sind alles so kleinere, so Tester-Sachen, die man billiger kriegt, weil ich erstmal so ein bisschen schauen wollte, was gefällt mir ganz gut. Ja, und da habe ich auch so Behälterteile dazu, weil die braucht man ja, weil man kann die ja nicht einfach so hinstellen, sonst kriegt man das Wachs überall hin, logischerweise. Ja, und die fand ich ganz schön hier. Und ich habe noch so ganz normale Glasteile. Genau, von den ganzen Testern habe ich hier einmal Cozy by the Fire. Könnt ihr wahrscheinlich nicht gut sehen, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier ranzoome, dann hört ihr dieses Ranzoom-Geräusch und ich glaube, das ist euch auch nicht so lieb. Ja, genau. Riecht, ich weiß gar nicht, ich kann das vielleicht beschreiben, aber ich meine, der Titel, ich finde bei Yankee Candle sagen, der Titel ist eigentlich schon immer ganz gut aus, halt eben so feurig, also so wirklich so ein Kaminfeuer, bisschen Glühwein, sowas in die Richtung, danach riecht es so. Dann habe ich Cranberry Ice. Das riecht eben auch, also ich sag mal, die riechen alle ein bisschen so wie die Titel. Ich kann Gerüche echt schlecht beschreiben. Manche Leute können das wirklich, die riechen so, ah, das riecht nach der und der Frucht oder sowas. Und ich so, keine Ahnung. ja genau, das ist die hier. Fast alle in Rot. Ich habe auch wirklich, obwohl ich habe auch noch einige hellere. Dann nochmal eine Winter Edition Red Apple Wrath. Ich weiß selbst, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. ja. Genau, aber halt so ein bisschen Apfel, wobei es riecht gar nicht so stark nach Apfel. Ja, so ein bisschen eher so Bratapfel eben. Dann war es das jetzt mit den ganzen Roten, aber ich habe noch ein paar Weihnachtssachen. Schauen wir mal, da, das ist nichts. Nein, das da noch, Winter Glow. Das ist diese hier in Weiß und ja. Müsst ihr jetzt alle bald mal benutzen, weil ich habe sie jetzt erst auch gekauft, aber es ist ja jetzt dann bald Weihnachten und dann, ja, man kann sie danach natürlich immer noch benutzen, aber sie passen jetzt besser. Ja, ich kann auch nicht genau beschreiben, wonach sie riecht, aber bei Winterglow ist ja jetzt nicht unbedingt ein Geruch, bei dem man sagen kann, es riecht, wie es heißt, weil, ja, wer weiß schon, wie das riecht. Und dann habe ich mir noch lauter Sachen, die nicht weihnachtlich sind, gekauft. Hier einmal Turquoise Sky, also türkiser Himmel. Das sollte sehr stark nach Meer riechen, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen soll. Es riecht schon ein bisschen danach, aber ich habe schon mehr salzigere Sachen gerochen. ja, ich wollte es trotzdem mal probieren, weil ich eigentlich Meergeruch total toll finde. Dann habe ich mir Lake Sunset noch geholt und eben die alle in klein, aber ich überlege schon, ob ich mir mal auch noch größere hole, nur ich wollte jetzt nicht so viele, weil dann hätte ich vielleicht höchstens 2 nehmen können
Und ja, ich wusste auch noch nicht, ob ich die dann auf Dauer mag, weil manchmal findet man Gerüche ja ganz gut und dann riecht man sie länger und dann findet man sie gar nicht mehr gut, sondern eher nervig. Ja, das, ich weiß nicht, das hat so einen schon süßlicheren Geruch, eher so ein bisschen strandiger vielleicht. Ja, so Sonnenuntergang am Strand. Dann habe ich hier Midsummer's Night. Ich muss ja sagen, ich stehe auch total auf die ganzen Namen von denen. Also ich glaube, ich habe keinen, wo ich nicht sage, der Name ist eigentlich auch total toll. Und zum Beispiel bei dem hat es mich irgendwie auch gelockt, das mehr zu kaufen. Ich meine, ich finde schon, es riecht gut, aber es ist irgendwie, ja, es hat auch viel noch mehr damit zu tun, wenn man dann so tolle Namen hat und dieses Design und alles. Da bin ich leider dann auch ziemlich schnell in diesen Fallen drin. Ich meine, ich weiß, dass es deswegen das noch beeinflusst und so weiter, aber das hindert mich nicht daran, es trotzdem zu kaufen. Dann hier Madagascan Orchid, also so Orchideen-Duft. Und noch zwei, einmal hier Pineapple Cilantro, also so Ananas-Zitronik irgendwie. Riecht auch, also ich würde sagen, sogar eher nach Ananas. Und hier als letztes, und auf den freue ich mich besonders, Ginger Dusk. Und ich stehe total auf Ingwer. Also ob es jetzt vom Geschmack her oder vom Geruch her ist, ich liebe Ingwer. Und ich finde es so lustig, weil früher dachte ich immer, ich hasse Ingwer. Und dann habe ich es irgendwie, ich glaube bei Triacle Moon, bei dieser Marke, so die haben ja so Duschgels und Bodylotions und so. Und die liebe ich mittlerweile total. Und wenn ich, also an der habe ich mal Ginger ausprobiert und mittlerweile liebe ich Ginger einfach so. Ja, die riecht auch ziemlich gut danach. Also ich glaube, dass es mein Favorit ist bisher von denen. Wobei ich die anderen auch mag. Man mag ja nicht immer denselben Geruch haben. Ja, aber wie ihr seht, habe ich einige Tester genommen. Nur die Tester sind wesentlich billiger. Also ich glaube, die kosten 2,50 oder so pro Stück. Also sind sie wirklich eindeutig billiger als die größeren Sachen. Sonst hätte ich mir niemals so viel kaufen können. Ja. Aber ich wollte eben lieber erstmal ausprobieren und ich meine, warum nicht die kleineren? Ich finde eh zum Beispiel diese Schale total schöner, finde ich es fast schöner, wenn die hier drin stehen. Ja, genau. Und ihr könnt mir dazu schon mal einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr Yankee Candle mögt und irgendwie schon mal was davon hattet, was dann so eure absoluten Lieblingssüfte sind. Ob das welche sind, die ich jetzt hier auch drin hatte oder ob es irgendwas ist, was man unbedingt noch ausprobieren muss. Würde ich gerne wissen. Also sagt's mir einfach, wenn ihr eine Meinung dazu habt. So, dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Videos. Und zwar ist das hier mein Lush Haul. Ich habe sogar alles wirklich noch eingepackt gelassen seit gestern, damit ich dieses Video drehen kann. Ja, und zwar habe ich hauptsächlich bei Lush eingekauft, weil ich diese ganzen Badebomben, also Bathbombs, immer bei diesen, also bei den meisten so britischen YouTubern und so weiter öfter gesehen habe und dann hatte ich irgendwie total Lust, mir auch mal welche zu kaufen und ja, bin dann rein und dachte mir, ich kaufe mir vielleicht ein, zwei. Ich habe mir als absolute Obergrenze 4 gesetzt. Natürlich habe ich mir 4 gekauft, weil, ja, ich. Und es gibt so viele verschiedene Sorten und ich habe halt dort noch nie was gekauft und deswegen war ich einfach neugierig und ja, habe dann halt mehrere gekauft und werde euch die jetzt zeigen. Und zwar ist das hier die erste, und zwar Lord of Misrule. Ich mach das mal auf. Ich finde es so gut, dass sie dann noch die Sachen nochmal draufschreiben auch. Sonst hätte ich die Namen auch nicht mehr drin gehabt. Und zwar ist es diese hier. Die soll wohl rot sein. Ich finde es total faszinierend, dass die ganz andere Farben haben. Ich habe mich da mehr oder weniger beraten lassen. Also da stand so eine Verkäuferin gerade, mit der ich dann gesprochen habe. Und ich fand es ganz gut, dass sie mir dann noch geholfen hat, weil ich hätte jetzt gedacht, die ist grün und dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht so gekauft, weil ich war so ein bisschen skeptisch, wenn das Badewasser dann grün wird, ob das nicht ein bisschen komisch ist. Beziehungsweise, ja, ich mag Rot halt dann lieber und ja. Die riecht auch ganz gut. Ich hatte ja schon gesagt, Gerüche beschreibe ich jetzt eher mal nicht, aber ja. Das müsst ihr dann irgendwelche Verkäufer fragen, falls sie euch interessieren, aber ich kann sie euch so zeigen. Ich hatte auch vor, später eine zu benutzen. Und ich kann ja dann mal filmen dazu. Ich weiß nicht, ob das irgendwie interessiert, wie die dann aussehen, wenn sie aufgehen. Aber ich habe irgendwie so mitbekommen, dass es die Leute unter den Videos immer ganz toll finden, wenn man die sieht. Und ich finde es irgendwie auch toll, wenn man sie nochmal, ja, sieht, wie die dann so aufgehen. Als nächstes mein Lieblingsname von all diesen Kugeln. Und zwar ist es Dragon's Egg. Und wenn ihr meine Videos schon länger schaut, beziehungsweise, ja, habe ich überhaupt mal gesagt, ich liebe Drachen total. Also ich habe hier ein Drachen-Tattoo und so weiter auch. Und ich habe Game of Thrones angefangen, weil mir Drachen versprochen wurden. ja.
Und zwar ist das diese hier. Boah, hat die schon alles verliert. Hilfe. Immerhin sind die beiden noch nicht so glitzerig. Ich habe eine mit mehr Glitzer. Keine gute Idee. Ich wette, ich werde es nie wieder wegbekommen. Die, finde ich, riecht auch total toll. Die hat so einen süßlicheren Geruch. Ich wüsste jetzt gar nicht, mit was ich das am besten vergleichen kann. Nicht, also ich würde sagen, so ein... Es hat so ein bisschen was von so Traubenzucker oder irgendwas ganz Süßem, aber jetzt nicht so obstig süß, sondern ja eher so einem, ja, Traubenzucker süß. Aber es riecht gut. Ich finde, wenn man das so sagt, es hört sich gar nicht so gut an, aber es riecht eigentlich schon gut. Und wie gesagt, der Name. Ich glaube, das habe ich mir echt wegen dem Namen auch gekauft. Also ich finde es schon auch so gut und alles, auf jeden Fall. Nur ich bin halt wegen dem Namen darauf gestoßen nochmal. Genau. Weil es hätte schon noch andere gegeben, die ich auch gewollt hätte, aber Dragon's Egg. Und das nächste hat auch einen sehr coolen Namen, und zwar heißt das Golden Wonder. Und das ist die, von der ich gerade gesprochen habe. Oh Gott, ich werde mein ganzes Bett glitzerig machen. Das ist diese hier. Sehr, sehr schön als Geschenk verpackt. Aber extrem glitzerig. Es ist jetzt, ich glaube, sie ist schon, ich weiß nicht, ob sie weiß ist dann oder nicht. Auf jeden Fall hat sie diesen Goldschimmer. Und ich habe meine ganzen Hände jetzt voller Gold. Ich weiß gar nicht, wonach die jetzt genau riecht auch, aber sag jetzt jedes Mal einzeln dazu. Ich glaube, mittlerweile habe ich es begriffen. Aber ja, die habe ich auch vor allem gekauft, weil sie so einen coolen Goldglitzer hatte. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Wahrscheinlich schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare, Gott, war das dumm. Man nimmt keinen Glitzer, weil den kriegt man nie wieder raus. Mir wurde da gesagt, dass normalerweise kriegt man es aus der Badewanne und so schon wieder raus, aber wir werden sehen. Vielleicht auch nicht. Das ist noch was anderes. Erst wieder, genau. Das ist meine vierte Kugel und zwar ist das Cinders. Und ich hoffe, die halten noch so gut, wenn man sie aufgemacht hat. Aber eigentlich ja, ich meine, es ist ja nur so ein kleines Papierding. Also wird das auch nicht viel Unterschied machen da drin. Und zwar ist es die hier. Die finde ich total schön auch. So bunt und gelb. Und die habe ich irgendwie auch als erstes so angeschaut. Ich finde vor allem das hier oben auch sehr schön. Ja. Die hat so was bisschen Zitronigeres, sage ich jetzt mal. So Orangigeres. Passt dann auch ein bisschen zur Farbe. Ich weiß nicht mehr genau, welche Farbe die hat, wenn man sie ins Bad wirft. Also ich weiß noch nicht, welche ich später ausprobieren möchte. Das werde ich euch aber dann, also das werdet ihr dann sehen. Da kann ich es dann zeigen. Und ja, mir wurde da gesagt, dass ich wohl relativ viele so Limited Editions habe. Ich bin mir nicht sicher, was davon jetzt Limited Edition ist und was nicht. Ja, aber es kann sein, dass ein paar dieser Sachen nicht mehr so lange erhältlich sind. Ich weiß es nicht genau. Aber das sind die vier, die ich da bisher habe. Und dann habe ich mir noch ein Shampoo gekauft. Beziehungsweise das ist so ein Block-Shampoo-Teil. Also hauptsächlich, dass das gut zu verwenden ist, weil nicht, dass das dann total, also total blöd aufzutragen ist. Aber das ist das hier, das ist so ein Zitronen. Und ich mag Zitronengeruch eben total gern. Ich hatte es ja auch bei allem irgendwie so ein bisschen mit dabei. Ja, und es riecht total gut nach Zitrone. Da kann ich wenigstens mal den Geruch sagen. Ja, das heißt Montalbano und ist wohl neu, weil es steht dahinter drauf. ja, und ich finde es auch irgendwie ganz schön, so von dem, ja, wie das gemacht ist. Und ich würde es eben gerne ausprobieren, weil vor allem das ja auch alles vegan und tierversuchsfrei und so ist. Und ich zu Hause eigentlich, ich bin nicht sicher, ob mein Shampoo nicht mit Tierversuchen ist. Ich weiß, es ist schlecht, aber ich hatte das halt einfach schon so lange und habe das immer wieder nachgekauft und habe da einfach nie so drüber nachgedacht. Und was ich jetzt ganz gut finde, ist, dass bei Treacle Moon das eben sowas immer, ja, nicht ist. Also, dass es immer ohne Tierversuche und so weiter ist. Ja, aber die machen ja leider keine Haarprodukte. Also, ist jetzt mal ganz gut, irgendwo anders noch was zu finden. Und dann haben sie mir noch zwei Tester mitgegeben. Und zwar steht das da drauf. Da stand gerade irgendwas von Veganese, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas... Da müsste schon der Name sein, oder? Die Frage ist, was jetzt was war. Ups. Das ist jetzt eine Haarspülung. Ja. Eine Haarspülung mit Lavendel und Zitronen. Okay. Und als letztes, diesmal schraube ich besser vielleicht nicht auf, dann kriege ich es auch nicht über meine ganze Hand. Ein normales Shampoo, ein Meersalz-Shampoo.
für voluminöses Haar mit Glanz. Und da, doch, da steht der Geruch, das ist Meersalz. Deswegen suche ich noch weiter nach dem Geruch. Sehr gut. Ja, ich mach's doch mal auf. Vorsichtiger aber diesmal. Ja, das riecht schon wirklich nach Meersalz dieses Mal. Und ja, ich mag eben den Geruch von Meersalz auch ganz gerne oder Meer im Allgemeinen. Hier stehen auch nochmal alle Zutaten immer so drauf. Also, wenn euch sowas interessiert, dann ist es da auch immer ganz praktisch. Ich sag mal, mir sagen viele dieser Zutaten Sachen jetzt nichts. Es ist halt ganz gut, wenn dann auch noch dabei steht, eben wie die Gerüche sind. Ach, ich bin doof. Da steht ja auch wirklich sogar drauf bei den verschiedenen Sorten, wie die aussehen werden. Und nee, da steht nicht, wonach es riecht. Oder? Ich habe jetzt dummerweise den obersten Teil der Inhaltsstoffe quasi. Nee, der steht aber nicht da. Oder? Ja, doch hier ein bisschen, dass da einmal Zitronenöl und sowas drin ist. Dann kann man ein bisschen die Gerüche rauslesen. Also teilweise steht drauf, was genau es dann macht. Aber ja, ich denke, man kann sich so ein bisschen so ein Bild davon machen. Und auch hier könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr Lush mögt und was da eure Lieblingsprodukte so sind, was man unbedingt probieren sollte, weil ich mich gerne noch, ich mir gerne noch Sachen empfehlen lasse. Und sonst war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht selber für euch so einen kleinen Tipp oder sowas mit rausnehmen. Und wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald wieder. Ich habe vor, dass ich auch noch so einen Jahresrückblick mit Büchern drehe. Allerdings ist es immer sehr aufwendig, weil das halt, die sind ja auch immer ewig lang geworden bei mir. Aber ich mache dann ja immer alle kompletten Bücher aus dem Jahr. Ich habe allerdings die letzten Monatsrückblicke ja nicht gemacht und ich werde sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr direkt nachmachen, weil sie halt noch vom letzten Jahr sind und alles und so viel habe ich auch nicht gelesen, aber ich glaube, ich werde einfach einen Jahresrückblick machen und dann da alles reinpacken, was ich dieses Jahr gelesen habe, wie die letzten Jahre auch. Und genau, das werde ich hoffentlich noch hinkriegen dieses Jahr. Und ansonsten werde ich im Januar, glaube ich, wieder so wöchentlich oder vielleicht auch ein bisschen mehr Videos drehen. Genau, aber mit diesem Video war es jetzt wirklich erstmal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!